Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Crisis Warheads. Ja, wir sind hier immer noch in dieser Fahrzeugmission. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt diesmal schaffe, ohne dass ich wieder kurz vorm Ziel abkacke. Das sollte, hoffe ich, kein Problem sein. Ja, Lagebericht, los! Hier ist die verdammte KVA ist überall! Mindestens zwei Einheiten! Und wir haben Raketenwerfer. Wir kommen hier erst weg, wenn die Landezone gesichert ist. Okay, Leute, holen wir uns die Kerle. Zwischen den Bäumen im Südosten bewegt sich was. Raketenwerfer auf der hinteren Anhöhe. So, dann helfen wir doch mal den Marines, die hier gestrandet sind. Granate! Haltet die Augen offen! Er ist weg! Die KVA ist immer noch da! Ich brauch Platz zum Atmen, damit ich den Vogel hier rausbringen kann! Haltet die Augen offen, Leute! So, dann besorgen wir uns erstmal eine Scar. Na los, Jungs! Hände hoch! Gebt mir ein paar Ziele! Der gehört mir! Mann, ich hab das so satt! So, die können diese Blechdosen keine 5 Minuten in der Luft halten! Halt's Maul, Maurice! Ich werde nicht bezahlt, dass ich mir dann der Jammer anhöre! Genau, Maurice, hey, Pilot, wo trainiert ihr Penner eigentlich? Ihr könnt mich mal! Da haben wir noch einen. Da läuft auch noch was rum. Und von hinten kommt natürlich wieder einer. Was ist das? Ja! War es das jetzt? Oder was? Weil kommen tut dir jetzt gerade nichts mehr. Ah, doch, da hinten ist wieder irgendwo was. Was explodiert? KVA im Westen! Sie kommen von unten! Was Westen, da unten. Mach die Baumstämme los! Versperrt ihnen den Weg! Baumstämme los. Ja, komm her. Ich hab doch gesagt. Baumstämme los, so. Und jetzt das Ganze nochmal. Wo ist der nur hin? Er gehört mir. Ah, geht doch. Oder auch nicht. Ah, komisch. Alter! Fresse da oben. Verstanden. Da drüben! Aha. Was soll das denn jetzt hier schon wieder? Das habt ihr nicht gesehen. Das war nicht beabsichtigt. So, noch irgendwo was. Kacke. Ladezone gesichert. Alles einsteigen. Wir verschwinden. Voll in die Säcke. Wenn ich alle Mann so bereit machen für Bergung! Emerson, wir wären dann soweit. Die Kameradaten sind unterwegs. Die Ereignisse überschlagen sich, Psycho. Laut unserer Satellitenüberwachung verlädt die KVA den Behälter auf ein U-Boot. Wir befürchten, dass sie einen Angriff auf unsere Trägerflotte vorbereiten. Wenn das U-Boot abtaucht, sind wir erledigt. Dann haben wir keine Chance, es zu orten. Wir würden es vermutlich erst wiedersehen, wenn es die USS Lexington versenkt. Also beeilen Sie sich. Jawohl, Ma'am. Jawohl, kein Ding. So, dann hier, na. Und hier, viel Spaß da noch. Ich geh weiter. Und nachdem Psycho hier mal wieder so rumgestöhnt hat, gucke ich nochmal kurz nach, wie viel ich aufgenommen habe, weil selbst wenn die Uhr neben mir steht, ich verpeile das irgendwie immer. War ja im letzten Part auch wieder so. Sollten eigentlich nur 15 Minuten sein, jetzt waren es wieder 20. Naja, dann gibt es hier auch einen kurzen Schnitt. So, 10 Minuten kann ich noch aufnehmen. Und ja, gerade eben hatte sich mein Antivirenprogramm gemeldet.
Du musst den Hafen da vorne infiltrieren, um zum U-Boot zu kommen. Die Vorderseite ist gut gesichert. Such dir also lieber einen anderen Weg. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Ja, und deswegen war das bei mir gerade in den Fenstermodus gegangen. Musste das eben schnell noch auf Vollbild wieder umstellen. So, da steht zwar einer, aber ich will lieber das Ding mit dem großen Kaliber haben hier. So, ja, dann machen wir uns auf den Weg zum Hafen. Psycho, starke KVA-Verbände auf 12 Uhr. Irgendwelche Alternativrouten? Negativ. Verdammt. Ich helfe dir aus der Luft, solange ich kann, okay? Alter, die schießen dich noch ab. Ist das was Neues? Achtung, die Koreaner haben die Straße abgeriegelt. Lass dich nicht von ihnen überraschen. Ist jetzt eigentlich nicht wirklich was Neues. Naja, auf alle Fälle. Und da oben. Deswegen, nämlich wollte ich das große Kaliber haben. Das macht mit einem Heli nämlich kurzen Prozess, wie man sieht. Naja, ach, komm schon hier. Ja, das finde ich ja super, dass du Gegner siehst. Jetzt siehst du aber nichts mehr. Ach so, deswegen geht das so schleppend hier voran. Ich ziehe da irgendwas vorne mit mir mit. Na dann. Ja, okay. Roger. Wechsle ich doch lieber mal den Wagen. Ich glaub. Hey, lass mich in Ruhe. Hier. Zielt er da hinten auch noch, ja, Okay, das U-Boot liegt noch im Hafen. Die Ladeluken sind zu. Kann sein, dass es jeden Moment ablegt. Weißt du denn, wie man so ein Teil knacken kann? Im Hafen gibt es einen Zugangsknoten des koreanischen Armeenetzwerks. Hack dich rein, dann sehen wir weiter. Was, werde ich davon irgendwo geslippert? Ey, O'Neill, hast du nicht gesehen, dass ich da direkt war? Schießt er da eine Rakete hin und... Ach, Mensch, ey. Okay, das U-Boot liegt noch im Hafen. Die Ladeluken sind zu. Kann sein, dass es jeden Moment ablegt. Weißt du denn, wie man so ein Teil knacken kann? Im Hafen gibt es einen Zugangsknoten des koreanischen Armeenetzwerks. Hack dich rein, dann sehen wir weiter. Also, dann jetzt sniper ich dann lieber erstmal. So, diese Raketen da, mein Freund, passt damit mal besser auf. Und das könnte auch sein, weil ich direkt vor der Gatling Gun stand. Ja, okay, da bleib stehen, bleib stehen, bleib. So, noch irgendwas? Ah. Das Terminal, auf das du zugreifen musst, ist in einem der Fertighäuser an der Nordmauer. Einfach mit dem letzten Schuss treffe ich doch mal irgendwas, oder? Ha! Geht doch, geht doch! Elegant, mein Freund. Eigentlich nicht wirklich. Komm, da kommt ja noch einer. Jetzt wollte ich eigentlich mal... dann... machen wir uns jetzt mal auf den Weg da rein. Maximale Panzerung. Aber... da hier ja immer mehr Leute kommen. Tja. So.
Und wir... Die KVA bunkert in einem der Gebäude Munition. Ich habe einen dieser EMP-Granatwerfer gesehen. Sieh dir das mal an! Ja, ich gehe halt hier lang, weil, ja, okay. Ich hab ihn! Oh. Feuer eröffnen! Du kannst nicht gewinnen! Weil sich hier in diesem... weil sich hier in diesem Lagerhaus etwas ziemlich Cooles befindet, habe ich eigentlich nur... Nein. Granatwerfer. EMP-Granaten und Splitter-Granaten. Wo ist er hin? So was nenne ich fetten Granatwerfer. Maximale Panzerung. Na, wo seid's wieder? Boom, Schakalaka Bär, würde ich mal sagen. Da drüben! Deckung! Was holt sie ein? Das maximale Panzerung. So, und hier... Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Aber hier vor diesem... ja, Hackpoint beende ich den Part. Damit ich diesmal nicht überziehe. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin Neo, wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.